sehr gut. Ganz toll. Werdende Mutti, mach den Mund mal zu, bitte. Schau freundlich schön. Ganz super. Fein. Ein freudiges Ereignis steht euch bevor und da kann man ein bisschen schmunzeln dazu. Und jetzt bin ich müde, ich habe Hunger, ich habe noch nicht vergessen. Und ich bin einfach nur kaputt. Es reicht. Als mein Assistenzarzt war, dann hat man Angst vor denen, regelrechte Angst. Herr Katrin, wie geht's denn? Alles okay? Man versucht sich dann so ein, zwei Hebammen so zu greifen, wo man hofft, dass man mit denen auskommt. Mit allen kommt man ja nie richtig 100% aus, das ist logisch. Ne? Ich finde einfach so eine Geburt sowas Irres, ja, dass ich als Hebamme dabei helfen darf, dass so ein kleiner Mensch auf die Welt huschelt. Ja. Das finde ich einfach ganz, ganz ergreifend. In der Bundesrepublik gab es bis jetzt einen Geburtshelfer, der das gelernt hat. Aber da hat man dann später nichts mehr drüber gehört. Hast du überhaupt mal schon so ein BD mit Maschen, Föhnen, Legen gesehen? Also du musst als erstes aufpassen, das geht also nur, wenn jemand drauf sitzt, mit Infrarotsender. Ich sehne mich eigentlich auch nicht danach. Ich stelle mir das als komplizierten Prozess vor, den ich nicht unbedingt beiwohnen müsste. Fakt ist eines, und das hat wahrscheinlich der liebe Gott so festgelegt, wenn die Männer die Kinder kriegen würden, wäre die Menschheit ausgestorben. Ja. Leute, macht Kinder. Macht Kinder, ja, weil Deutschland braucht Kinder. Hört Rock'n'Roll und macht Kinder.